Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Vlog Nummer 59, das mal in Schweizerdeutsch. Ich bin hier in Basel in einem Fitnesscenter, wenn ich aber hierher gekommen bin, sende in diesem Video. Hello everyone, it's a Thursday. I have a podcast recording with Andy Was Right. Roger Hemmerli is the CEO there. They founded this digital social media newsroom. And their podcast is called Andy On Air. And I'm the guest today. Let's go. Hallo. So this is it. Just recorded 1 hour of podcast. Good talks, very relaxed. Oder ist das so ein Klischee, das einfach gerne umgeworfen wird? Was sind so deine Erfahrungen jetzt aus Team? Du hast ja schon richtig angetönt, Calls over Money heisst ja nicht only Calls and no Money. Mhm. Das ist genau das, was die Leute sagen. Ja, ja. Weißt du, das Gefühl, die können für kein Geld arbeiten, kommt dir gleich keiner. Dann sag ich, das geht nicht um das. Es geht eigentlich darum, dass du. Der Kurs ist zwingend. Also quasi, wenn. Ich glaube, Grundvoraussetzung. Genau, wenn der nicht stimmt, dann weiss ich von der Generation Z sehr viel, dass sie sagen, okay, zu einer Glencore, damit sie einfach offen sein, ist vielleicht schwierig. And a cool company. So, if you're ever here at Harbrücken, maybe visit Roger and his team. Okay, top. Danke vielmals. Danke vielmals, guys. Ja. Schiffe! Hey! Alles gut! Es ist jetzt Freitagnachmittag. Den Vlog machen wir jetzt auch auf Schweizerdeutsch. Den machen wir auf Schweizerdeutsch. Ja, auf Schweizerdeutsch. Wir filmen noch schnell eine gute Industriefirma. Ja, ja. Also wenn ihr euch fragt, wieso der Andi einfach so erfolgreich ist, ist genau wegen diesen Firmen, oder? Die brauchen alle Beratung. Was er geht, hören natürlich alle perfekt zu Andi. Ja. Aber wo der Andi jetzt auch wieder zuhören, das wird auf mich sein. Und zwar in den nächsten 2 Tagen. Wir gehen auf Davos. Wir möchten einen Strategy Retreat. Einfach mal runterfahren und die Strategie rauffahren. Und er lässt auf mich. Das stimmt. Ja. Wir sind oben. Ja. Wir sind oben. Jetzt steigen wir genau die Suche. Das ist ein Gewürz. Ja. Nein, das stimmt. So, da sind wir angekommen in Davos. Das ist mein Zimmer. Es ist nicht viel los. Es ist in einer Woche, eineinhalb Woche ist es WEF. Aber es ist recht ruhig. Wir gehen hier im Hotel zu Nacht essen und die Idee ist relativ einfach. Wir gehen uns einfach das Wochenende gegenseitig challengen zu neuen Geschäftsideen, zu bestehenden Geschäftsideen, Marketing, Verkaufsaktivitäten. Einfach jetzt endlich mal ein bisschen weg, durchdenken, schauen, was kommt und dann kommt das gut. So, guten Morgen. Wir haben gestern Abend schnell unser Weekend geplant und gesagt, wenn wir was. Wir diskutieren vor allem welche Themen. Zum 9 Uhr gehen wir essen. Ich habe gemerkt, es ist schon Samstag und ich habe mit dem Loris abgemacht, dass ich jede Woche 10 Kilometer säckle. Er hat am Neujahrsabend hat er alle Karten verteilt, die er uns Mitte Jahr zuschickt, die wir Ziele müssen draufschreiben müssen. Da habe ich 3 lustige Sachen draufgeschrieben, aber eines davon war ein wichtiges, richtiges Ziel. Ich kann drauf wählen. Aber leider ist es kaputt. 10 vor 9 jetzt. Und dann. Oh. Also gut, wir haben jetzt unser Morgen gehabt. Und jetzt gehen wir arbeiten, wir sollen einen Meetingraum für 42 Stutz antreiben. Das machen wir nicht. Jetzt arbeiten wir in der Lounge, oder? Ein bisschen disruptiv arbeiten. Andi war jetzt gerade ein bisschen down in den letzten 10-15 Minuten. Ich brauche einen neuen Kaffee. Aber es ist jetzt. Oh, es ist schon 10 vor 12. Ja, crazy. Jetzt bist du dran. Das ist gut, jetzt haben wir das erste Thema drum. Ja, das ist echt Energie gefällt. Du bist ein bisschen los in den genialen Ideen, die du alle hast. Hey, weiter geht's. Also, wenn wir weitermachen. Ja. Zum Mittag haben wir gemacht, jetzt gibt es ein gutes Vermicell. Famous Schneiders Vermicell. Ciao, dann Vipi. Okay, Zwischenstand 20:05. Andi, happy. Hey, happy. Gut, wir haben eine geile Idee ausgearbeitet, muss ich sagen. Weil 4 war, jetzt gibt es ein Bierchen.
wirklich ein produktiver Tag gewesen. Wir sind jetzt hier beim Andy in seiner Suite. Das ist einfach sein Upgrade. Und ja, wie ich letztes Vlog gesagt habe, jetzt kommt ein Podcast. Jetzt starte ich mit dem Ganzen. Okay, Kamera läuft. Sound ist gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Navigator Podcast. Danke mal, Andy, dass du heute dabei bist. Wie geht's, wie steht's und vor allem, bist du ready für den Podcast? Ja, danke dir für die Einladung. Schön, bei einem neuen Format mitzumachen und vor allem mit so einem grusigen Dialekt. Das ist übrigens ein gutes Thema. Stichwort LinkedIn. Wir haben heute Morgen auch ein bisschen über das Gerät gehabt. Mega coole Plattform, geht huren ab aktuell. Also läuft viele Leute posten. Ich habe dann aber keinen Nischenkunden. Das ist wirklich ein geiler Punkt. Also, das haben wir nie so genau belehrt, aber das ist wirklich ein guter Punkt. Ist etwas, was ich glaube, in nächster Zeit mal ein bisschen beobachten wird. Mhm. Also, man kann nicht sich vorstellen, wenn man auf LinkedIn ein paar Mal etwas postet, dann hat man gerade ein Lead und gerade eine Conversion und die Leute läuten da und sagen, hey cool, du kommst wirklich raus in der Nachfolge. Ja, und ich glaube auch, und vor allem, es ist auch dort ein Branding-Game und eben nicht eben ein schnelles Game. Es ist wirklich, was ist erwartet. Das war es gewesen, Andi, richtig gutes Gespräch. Danke vielmals. Merci und auf viele weitere coole Jahre mit dir. Guten Morgen. Wir sind jetzt gut zum Morgen essen. So reist die Annik, immer ein hochwertiger Renner. Ja, das ist wirklich ein Skandal. Aber ich habe noch jetzt schnell meine Sportschuhe einpacken und ich sage, ich werde mich voll machen. Die Aufnahmen sind natürlich geil. Das Krasse ist ja, dass gewisse Unternehmen hier ganze Läden rauskaufen für eine Woche, zwei. Und hier eigentlich ihre, sagen wir mal, Workshop-Rooms oder Meeting-Rooms oder was auch immer, Experience-Center mit dem Stadt Accenture. Und lustig auch, es hängt so super random Plakate, ja, so IBM in Davos oder eben China Bank oder was. Der Vorbau ist einfach nur da für das. Der ganze schwarze Vorbau, das ist ein Parkplatz dort. Bank of America, gib top. Facebook Pavillon, gib top. Safety first. Ein bisschen B-Roll. B-Roll? Ja. Andi, es war wieder mal eine Freude. Ich gehe auf Zürich, ich muss auf Nidwalden. Aber ich sehe uns morgen schon wieder. Geile Sache. 7:00 La Stanza. 7:00. Genau. Oh Mann, das wird noch eine längere Fahrt hier. Urstau. Andi, bin ein Zug sicher die bessere Entscheidung. Aber das ist scheiße für alle an. So, guten Morgen, es ist Montagmorgen. Ah, da eine ist twinned. Jetzt komme ich raus. Sarah, falls du gerade am Arbeiten bist, liebe Grüße. Ich bin früh losgegangen heute Morgen. Ich bin auf Zürich am 7 Uhr morgens in La Stanza. Richtig guter Lifestyle, guten Kaffee, gute Leute, gepflegte Atmosphäre. Dann haben wir uns hier getroffen, die Staffacher, der Andi und ich haben gerade unsere Reise nach Deutschland gebucht. Wir machen dort einen Workshop für einen Verlag, der KMU-Musik ausgeladen hat aus der Region von Reutlingen. Wir gehen also auf Kairo zum Karim, wo dann gerade ein Trainieren ist, wo wir zusammen hergehen, eine kleine Reise machen und gerade noch ein bisschen Content für den Karim. Schnell. Wo ist drin gegangen? Also der Andi hat 4 Jahre Werbung auf einem Golfplatz gekauft. Wenn du 4 Jahre auf dem Golfplatz Echlisberg bist, hast du in Zürich im Dolder oben. Dann wirst du jetzt bei der Abschlagstelle und dort wird das Messergebnis angezeigt und dort steht dann Smith & Partner. Smith und Partner. Auf der anderen Seite. Mit Schwung in die neue Nachfolge. Ja. Das mache ich nicht. Aber wir suchen für das noch Werbesprüche mit zwei Vorschlägen. Zielgerecht in die nächste Generation für Nachfolge oder noch besser mit Schwung in die nächste Generation. Nein, das ist ein schweizerischer Gott. Aber wir finden schon noch was. Als Vorschläge könnt ihr euch melden, gebt 100 Minuten auf Mandy. Tschüss! Okay, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my readers, line it up. Put them together. Das ist der Febe, ich habe ihn studiert. Ihr kennt vielleicht die ein oder andere vom Auflegen. Er lädt immer die Türen überall auf. Richtig geil, aber. Er hat ein Startup gegründet mit einem Kollegen, das heisst Sustainable. Sustainable.ch, gell? Genau, Sustainable.ch. Genau, und so nachhaltige Produkte. Online-Shop, schauen wir mal rein. Jetzt machen wir ein gutes Meeting. Merci. Danke, was ich abmachen. Also, hallo zusammen und herzlich willkommen an der hässlichsten Raststätte der Schweiz wahrscheinlich. Willkommen im Prattle. Es ist jetzt irgendwie 6:30 Uhr. Ich bin schon seit dem Morgen um 5 Uhr wach. Gestern auch nicht, weil ich es geil finde, sondern auch, wenn wir heute den ganzen Tag Videoshooting haben, gerade um 7:30 Uhr los. Gestern schon das ganze Programm gehabt. Ich bin am Morgen produktiv und darum easy. Es ist eine verdammte Laut an der Autobahn, tut mir leid.
So, und jetzt willkommen in Allschwil. Den ganzen Tag in der Production für eine App, die Grace entwickelt. Mir dazu darf ich nicht erzählen. Nevada, my favorite word is medulla oblongata. Just doing what I gotta. Is this the end or just the beginning? Am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? Oh, on? That was yes. Poetry, huh? Always, it's always to the middle one. Thing is, if we put the shoes in. 4 videos already shot or 3 out of 7, I don't know. Schau mal vorher, das sind wir schon. Machen wir so. Yeah, a little bit in My rematch, Apache scenes in Apache debris passing through Indian streams in Las Vegas, Majeed bumping Nirvana in Nevada. My favorite word is medulla oblongata. Just doing what I gotta. Is this the end or just the beginning? Am I losing or winning? Is this reality or am I pretending? That was poetry.